Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Mittwoch, den 16.08.2023. Und ich nehme diese Woche immer die gleichen Karten. Und zwar ist es einmal von Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit. Dann habe ich von Wisdom, das Roman Slenemann-Kartendeck und von Salish, die Kippa-Karten. Ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt. Und ihr Lieben, es ist eine allgemeine Legung. Macht es nicht auf Biegen und Brechen zu eurer Legung. Das kann nicht passen und du wirst unglücklich stellen. Dankeschön. Das sind zwei Karten, die ich so liegen lassen soll. Wir haben hier die Königin der Münzen und darunter haben wir den Stern. Der Stern ist die höchste Schutzkarte und diese Königin der Münzen, die ist geschützt, ohne dass sie sieht, ohne dass sie es merkt. Und du bist meine Königin der Münzen. Ich überlege gerade, ob sie so gelegen hat. Nein, sie hat so gelegen. Wenn die Energien bei mir schief liegen, dann arbeitet die Energie. Sie ist im Wandel. Das hier ist die 10 der Stäbe. Sie ist dann am Arbeiten. Sie ist nicht mehr an Ort und Stelle, sondern sie bewegt sich. Wir haben die 10 der Stäbe, die Hohepriesterin, und wir haben die 6 der Münzen. Die Hohepriesterin ist, also es gibt drei Schutzkarten im Tarot. Das ist die Hohepriesterin, der Hohepriester und die höchste Karte ist der Stern. Und der Stern ist nicht zu sehen. Der Bube der Stäbe und die 6 Kelche. Ihr Lieben, ihr wisst, wenn ich, das finde ich sehr interessant, diese Kombination ist gestern gefallen oder vorgestern. Wenn ich allerdings die Karten mische, ich stecke sie immer so dazwischen, dass also zwei Karten, die zusammengefallen sind, unmöglich mehr zusammen liegen können. Und dann gehe ich hin und mische die Karten. Das heißt, wenn die beiden Karten jetzt genauso nochmal gezeigt werden, dann hat es aber. Das ist der Hammer, dass die nochmal in dieser Kombination gefallen sind. Dann hat es mehr als nur einen Grund. Dann ist es etwas Wesentliches, was hier gesehen werden soll. So, da lege ich jetzt die Herzebene und mir fällt gerade auf, dass die Karten alle schief liegen. Und das ist etwas. Diese Karte ist fast rausgefallen und dann ist sie doch wieder reingefallen. Ich nehme sie jetzt mal, aber sie ist nicht die Karte, die rausgefallen ist. Da haben wir sie doch. Das ist der Fuchs. Die Harmonie, die Lilien und der Fuchs. Hier haben wir die Dame, wir haben die Sense und wir haben die Wege. Hier werden die Wege freigemacht und zwar das Blumenbouquet und die Fische. Diese Sense haut in die Wege, damit die Wege freigemacht werden. Und das wird hier von oben geführt. Und du schaust da rein, du siehst das auch. Du siehst, dass da hinten am Ende des Weges das Fließen ist und jetzt wird von oben freigemacht. Na, die ist aber gefallen. Und genau da fällt der Fuchs auch ein. Wir haben die zu hohen Ehren kommen. Also Todesfall ist keine schlichte Karte, ihr Lieben. Zu hohen Ehren kommen das reiche Mädchen. Wir haben die Arbeit und um die Runter haben wir die gute Dame. Und wir haben das Wohnzimmer. Ich möchte nur mal darauf aufmerksam machen, dass in den letzten Wegen die Kummer und Widerwärtigkeiten gar keine Bedeutung mehr haben. Daran seht ihr, dass die Energien weitergehen. Also das hier ist die eigentliche Neuerlegung. Das ist die Vergangenheit. Das hier ist die Linie der Gegenwart und das hier ist der nächste Schritt oder die Zukunft. Ich möchte aber erstmal nochmal darauf eingehen, dass diese Königin der Münzen, das bist du. Mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Königin, könnte allerdings auch der König sein, ist eine allgemeine Legung. Du bist beschützt, ohne es zu wissen. Unter dir ist der Stern. Die Sterne regnen auf dich. Du solltest rausgehen in die Nacht und wirklich die Sterne, oh, ich fühle es gerade, wenn die Sterne auf dich regnen, sie regnen sanft und es ist, als wenn du deinen Rock nach oben heben kannst oder deine Jacke oder dein T-Shirt nach oben heben kannst und die Sterne einfangen kannst. Das ist etwas, was du noch nicht siehst, aber es ist schon da. Es ist schon da. Wir haben hier die Lilien und den Fuchs und der Fuchs lässt jetzt hier diese Gans los. Seht ihr das?
wie er diese Gans in der Schnauze hat. Er hat dieser Gans das Knick gebrochen. Und diese Gans fällt jetzt in den Sarg hinein. Diese Situation hier, die dir noch im Rücken ist, die wird jetzt in den Sarg fallen gelassen. Das ist aber nicht das, was sie, sie stirbt. Sie stirbt und sie wird in die Erde gelassen. Das ist das, was, und dann habe ich hier diesen Fuchs ohne die Gans, den Fuchs, und er schaut in die Lilien, in die Harmonie, in die Familienpracht. Dieser Mensch möchte gerne mit dir Familie sein. Familie kann auch ein Arbeitsumfeld sein. Wenn man sich richtig gut versteht, dann ist es vielleicht, so mancher Freund tut einem besser wie die eigene Familie. Und das ist auch hier mit gemeint. Es muss nicht um die romantische Liebe gehen. Es kann, aber es muss nicht. Ich sehe aber in deiner Wahrnehmung, in deinem Kopf sind die 10 der Schwerte. Du bist noch belastet mit dieser Energie, mit diesem Knickbruch, den dieser Fuchs dir angetan hat. Oder du ihm. Wie gesagt, allgemeine Legung. Es ist aber jetzt so, dass diese Energie eingesagt wird, dass diese Energie fallen gelassen wird. Du lässt sie los. Und dann haben wir hier das zu hohen Ehren kommen. Das ist auf Gegenseitigkeit. Du siehst ihn mit anderen Augen und er sieht dich mit anderen Augen. Und dann wird es hier in dem nächsten, also in der Gegenwart, das ist das Jetzt. Da haben wir die hohe Priesterin, die hier wirklich den Schutz mit oben, mit dieser Stab, und das ist jetzt wieder meine Waschmaschine. Das heißt, hier endet etwas. Hier wird etwas vollendet, ihr Lieben. Und es kündigt sich an mit einem Ton, mit einem Piepton. Vielleicht ist es deine Klingel. Die hohe Priesterin, die stampft jetzt mit ihrem Stab auf und sagt, jetzt geht die Sense los. In die Wege, damit die Wege freigeräumt werden, damit du als reiches Mädchen, als reiche Frau, als gute, reiche Frau in die Zukunft gehen kannst, in die Zukunft schauen kannst. Und wir haben hier mit den 8 der Münzen, seht ihr, da arbeitet jemand an diesen Münzen. Es sind schon 2, 4, 6 sind schon bearbeitet. Eine liegt noch hier und die 7., die 8. ist halt gerade am Arbeiten. Was ich aber fühle, hier geht es um die Arbeit. Wir haben hier auch die Arbeit. Es sind Wege zu, vielleicht kannst du deine Berufung leben. Das ist das, was ich hier ganz deutlich spüre, dass du eben hier mit diesem Fuchs, der dir mal so wehgetan hat, dem du mal so wehgetan hast, ihr söhnt euch aus. Ihr zu hohen Ehren kommen ist auch dieses Aussöhnen. Und diese Belastung hört dann auf. Und die Wege werden freigemacht und es geht in die Arbeit, in der Wahrnehmung, aber auch im nächsten Schritt, ihr Lieben. Und dann kommt jetzt hier diese, ich sage es ja nochmal, also es ist wirklich der Hammer, dass diese Kombination der Karten nochmal aufgetaucht ist. Dieser Bube der Stäbe, das ist jemand, der hier, die Stabkarten, das sind die Aktionskarten. Hier kommt jemand, der dir ein Angebot macht und ihr kennt euch von früher. Es kann aber auch sein, dass es eine Idee von früher ist. Dass du eine Idee mal früher hattest, die er nie vergessen hat, die er im Herzen getragen hat. Und er kommt jetzt mit einem Angebot zu dir. Und es ist etwas, es bringt etwas ins Fließen. Du hast gelernt, dass du es dir anhören sollst, dass du nicht direkt sagen sollst, nein, will ich nicht. Er schickt dir diese Einladung und es kommt ins Fließen und ihr werdet euch bei dir im Wohnzimmer treffen und ich sehe euch wieder, wie ihr hier auf der Couch sitzt. Hier kommt eine alte Geschichte hoch. Egal ob romantisch, egal ob Beruf oder Berufung, es kann mit der Arbeit zu tun haben. Hier ist etwas in Kindertagen, ach, er hat so gesponnen, dass sie gesagt hat, wäre das nicht schön, wenn wir, weiß ich nicht, was machen können, ein Bootsverleih oder, keine Ahnung, eine Disco aufmachen. Das, was ihr damals früher gerne gemacht habt, das wolltet ihr gerne in die Arbeit, in die Umsetzung bringen. Und das passiert jetzt hier. Hier kommt ein Angebot auf dich zu. Wundervoll, ihr Lieben. Berichtet mir unbedingt, was da auf euch zukommt. Ich bin sehr gespannt. Habt einen schönen Mittwoch. Ciao.